Was machst du denn da mitten auf der Straße? Geh mal da runter, Oma! Ja, liebe Freunde, das war natürlich alles nur gestellt. Ich bin nicht wirklich so unbeherrscht, um Gottes Willen. Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur viel zu selten dazu. Ne? Bis gleich. So, meine lieben Freunde, ich bin angekommen in Blaubeuren. Beschauliches kleines Städtchen. Nicht weit von Ulm entfernt. Gefällt mir alles sehr. Aber auch schon hier. Mann. Aber auch schon hier. Die trojanischen Pferde sind überall, ne? Bis ins kleinste Dorf versteckt. Naja, ich habe hier jemanden zu besuchen, in Blaubeuren. Und das Haus ist nicht weit entfernt. Einige von euch werden ihn schon kennen. Mal gucken, wie schön das hier ist. Toll, oder? Ja, noch ein paar Meter. Tagchen! Kommt er denn auch richtig? Ja! Hat Stromausfall. Bist ja schon ausgezogen. Ja. Hallo?
So sieht Blaubeuren aus, meine Lieben. Wunderschöne Gegend. Hier geht's zum Blautopf. Ja, und genau an dieser Stelle hier befinde ich mich am Blautopf. Es gab da einen Film zur Blauen Höhle. Und wir haben gleich noch jemanden, der uns ein bisschen etwas dazu sagt. Ja, also hallo, hier stehen wir am Blautopf. Beim schönsten Wetter, wie immer. Man kann ja erkennen, wie tief blau der ist. Das ist eine heilige Quelle. Deswegen hat man hier auch das Kloster errichtet. Der Blautopf ist 22 Meter tief. Und ja, vielleicht können wir es nachher sehen, da geht es unten in eine Höhle rein, die sich kilometerweit unter die Alp durchzieht, die immer noch erforscht wird. Ja, vielleicht schauen wir uns das mal von oben an. Ja, gerne. Die schöne Farbe. Von der Wassertemperatur kann man sagen, im Sommer 12 Grad, im Winter 9 Grad, kontinuierlich. Glasklares Quellwasser. Ja, und du sagtest eben, man kann da noch eine Höhle sehen. Ja, normalerweise, wenn der Lichteinfall kommt, kann man unten den Eingang sehen, aber heute leider nicht. Ja. Vielleicht im Sommer noch mal eine Aufnahme. Ja. Das ist wirklich so tiefblau wie in einem Alpensee, ne? Strahlend blaues Wasser. Ja, liebe Freunde, ich bin hier wirklich umgeben von Wasserfällen. Hier im Blautopf, das ist wirklich der Hammer. Und das Ganze hat unser Freund, der Tommy vom Hier und Jetzt Kanal, quasi direkt vor der Haustüre. Wir sind jetzt einmal eine Viertelstunde spazieren gegangen. Es ist wirklich beeindruckend. Ja, da muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen von dem Gasthof Blautopf. Da befindet sich unten ein riesiger Höhlenkeller und da hat man einen Gang entdeckt, der zugemauert wurde. Und man hat herausgefunden, dass der Gang direkt drüber ins Kloster führt. Also ein geheimer Gang, wo die Mönche wahrscheinlich abends noch ein Bierchen sich genehmigt haben. Drüben in der Wirtschaft.
Und dann gibt es ja auch die Sage von der Blau, von dieser Nixe, die man hier des Öfteren früher erblickt hatte. Und ich denke mal, die Mönche hatten da ganz schön einen Tee. Ja, wandern und einkehren. Also gegens Einkehren hätte ich jetzt auch nichts. Germanen, ich bin bereit, mich frisch zu machen. Geht doch. Hier bin ich mitten in Ulm. Das erste, was ich sehe, ist die Ulmer Brauerei. Zum Goldochsen. Ihr seht es am Handschlag. Das ist ein Freimaurergrab. Das ist der alte Friedhof hier in Ulm. Ein bisschen verwittert alles, aber der Handschlag ist noch, denke ich, gut zu erkennen. Freimaurerhandschlag. Schauen wir mal, was auf der anderen Seite zu sehen ist. Hier die Lilien. Na, eigentlich nichts mehr. Könnte die Fascia sein. Ja, ganz imposante Gräber hier im Park von Fabrikanten, Braumeistern, Konzernchefs, all die, die es sich leisten konnten. Und hier hat man mir auch einen Hinweis gegeben, hier hat Kulturbereicherung schon stattgefunden. Eines dieser Gräber möchte ich mich mal anschauen. Ja, so sieht das dann aus, wenn sich gewisse Herrschaften dann hier am Abend die Zeit vertreiben. Da wird aus Kreuzen schon mal ein Tee. Hier an dieser kleinen Kapelle Grabtafeln, die die Jahrhunderte überstanden haben. Also man kann hier nur mit einer gewissen Ehrfurcht vorstehen, aber das geht natürlich nicht allen so. Man kann auch dieses hier veranstalten. Das ist hier von einer ganz normalen Verkehrsstraße aus gesehen, die Stadtmauer Ulms. Und was wir hier oben drauf sehen, sind die ehemaligen Behausungen der Spießbürger.
Im Mittelalter war man mit sogenannten Spießen ausgerüstet und die Herrschaften gingen dort oben einher, hatten dort auch gleich ihre Behausung. Daher kommt der Begriff Spießbürger. Das war die Verteidigung Nummer 1, wenn die Stadt überfallen werden sollte. Und hier oberhalb des Tores noch einmal sehr schön zu sehen, die kleinen Wohnungen der Spießbürger. Alles auf beengtem Raum und sehr begrenzt. Ja, das ist Hauke. Hauke aus Hamburg, der seinerzeit bis nach Ulm bekannt war, der seinerzeit mit den Wattwürmern gesprochen hat, die auch hier künstlerisch abgebildet wurden. Sehr schön. So, an dieser Stelle begebe ich mich mal hoch zu den Spießbürgern. Ist das niedlich? Sind das niedliche Häuschen? Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Hier sehen wir eine Kirche, die in ein ganz gewöhnliches Wohnhaus mündet. Absolut erstaunlich und sowas in der Art habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Tja, meine Lieben, so wie ihr seht, es war ganz schön verregnet. Ne? Die Tage in Blaubeuren und auch in Ulm, es hörte gar nicht mehr auf. Es schüttete aus allen Schleusen. Und naja, das war so ein bisschen der Wermutstropfen, sonst hätte ich euch ein paar schönere Bilder geliefert. Aber so, es hat trotzdem Spaß gemacht und wir sind ins Ulmer Münster gegangen. Und ja, diese Eindrücke möchte ich euch nicht verwehren. Hier gehen wir gerade ins Ulmer Münster. Im strömenden Regen. Hallo? Und hier im strömenden Regen stehen wir vor dem Ulmer Münster. Thank you.
der hilflose Jesus beim Papst auf dem Schoß. Schon erstaunlich. Unsere Herren Befreier haben ihre Spuren auch hier hinterlassen. Fellowship 47. Infanterieregiment der USA. Sehr richtig erkannt alles. Ja, meine lieben Freunde, an dieser Stelle möchte ich mich einmal kurz einklinken. Ihr habt es gesehen anhand der letzten Sequenz. Wir schreiben das Lutherjahr und das nehmen viele zum Anlass, Luther zu kritisieren, wo sie nur können. Also man lässt wirklich kein gutes Haar an ihm und man möchte ihn in der Luft zerfetzen. Warum ist das so? Denn die Kritik kommt nicht nur aus dem katholischen, sondern insbesondere auch aus den eigenen Reihen, nämlich aus der evangelischen Kirche. Es liegt daran, dass Luther seinerzeit sehr markige, scharfe und sehr genaue Worte gefunden hat zu den beiden Weltreligionen, nämlich dem Judentum und dem Islam. Warum konnte er das? Er hat nicht irgendetwas behauptet, sondern vorausgegangen ist ein ganz genaues Studium dieser beiden Weltreligionen. Erst dann ist Luther zu einem klaren Urteil gekommen. Und seine Beurteilung ist gleichzeitig auch als Warnung für uns zu sehen. Das hat man heute nicht so gerne. Ein Luther ist unbequem geworden, denn in Zeiten, wo man die verschiedenen Religionen miteinander verquirlen möchte, um letztendlich zu einer, ja, eine Weltreligion zu kommen unter dem Dachverband der NWO, da stört so ein Mann und man möchte es gar nicht mehr so genau wissen. Seid achtsam, liebe Leute, haltet euch an das, was euch Luther gelehrt hat, informiert euch, lasst euch nicht beirren und nicht verscheißern. Weiter geht's im Film. Ich zeige euch jetzt mal das Chorgestühl. Es ist äußerst beeindruckend. Ist der Hammer.
Ja, das da vorne ist mein Lieblingsgasthof. Hier gehe ich, wenn ich mal in Ulm bin, am liebsten ein. Aber liebe Leute, ihr seht es ja schon, heute ist also ein richtiges Dreckswetter. Es regnet und regnet und regnet und regnet und regnet und regnet und regnet. Und regnet. Ihr seht, hier schüttet es aus Eimern. Rote Pommes. Ich habe mir gedacht, diesen ganzen Komplex hier einmal runterreißen. Weil ich denke, die exorbitante Note ist hier noch nicht wirklich gegeben. Also da kann man noch einiges machen. Mehr Beton, Beton, Beton. Ja, da bin ich fast auch geneigt, das abzureißen. Da drüben sicher auch. Also ich würde mal fast sagen, wir machen dann alles weg hier. Parkplätze. Parkplätze, das ist viel profitabler. Du sagst es. Da lässt sich bestimmt was machen. Ja, wir werden auch. Die Gärten könnten wir vielleicht auch noch aufkaufen. Das machen wir. Ja, wunderbar. Ja. Ich sehe es schon vor mir. Ah, Geld! Mann. Ja, heute Abend in der Loge können wir das nochmal besprechen. Kommt alles weg. Alles weg. Muss weg. Und dann bauen wir es so wieder drüben. Das ist doch schön. Das ist schön. Das ist doch mal schön. Ja. Das ist doch schön. Einfache Bauweise. Ja. Nächstes Mal eine Architektur. Ja, reicht doch. Müssen wir morgen sowieso zur Arbeit. Passt doch zum dritten Weltkrieg. Zum Schlafen reicht das. Bunkerbauweise. Ja. Sind wir ganz deiner Meinung. Ja, gehen wir weiter. Jawohl. Der Turm ist ja auch krumm und schief. Der kommt auch weg. Ja, der kommt auch weg. Der kommt auch weg. Ja. Jetzt guck dir mal an, wie schief der Turm ist. Den muss man da wegmachen. Den muss man wegmachen. Kann man da wunderbar großes Fußballplätzchen für. Ja, für Fujis. Ja, und da die Häuser mit den grünen Fensterläden, wo die Grünen wohnen und da wohnen die Roten. Ja. Das muss alles weg. Sehr schöne Idee. Ja, und davor ein Fußballplatz für Fujis. Und ein Casino. Casino. Ja. Tja, meine lieben Freunde, das Ulmer Rathaus kann ein Rathaus schöner sein. Wohl kaum.
Wir können es natürlich auch verschandeln durch eine Pyramide. Das ist einfach der Knaller. Ich wollte gar nicht nach Ägypten, ich soll nach Ulm. Wie kann man neben so ein Bauwerk eine Glaspyramide setzen? Um Gottes Wilfried. Um Gottes Wilfried. Was wird da drin verkauft? Heaven and Hell. Heaven and Hell. Ja, man kann neben das schönste Haus der Welt, kannst du auch immer irgendeine schäbige Scheiße setzen. Ja, wirklich, irgendwas Schäbiges. Für so eine Kacke wird auch noch bezahlt. Ja, neben all dem Guten und Schönen befindet sich sehr oft in unmittelbarer Nähe das Böse. Zern, die Zerstörung. Ja, jetzt sind wir mal wieder am runden Tisch und diskutieren. Zweimal ficken oder dreimal ficken, ja, mal überlegen. Zeig mal dein T-Shirt. Ja, das waren sie, die Eindrücke aus Ulm. Und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Gespräch mit dem Tommy. Ich habe es aufgezeichnet. Viel Vergnügen dabei. Hallo meine lieben Freunde, ich bin hier in Blaubeuren, sitze hier beim Tommy, den habe ich besucht. War eine schöne lange Reise, hat aber Spaß gemacht. Über vieles habe ich jetzt schon berichtet. Wie gesagt, bin jetzt in Blaubeuren gelandet. Der Tommy hat mir heute Ulm gezeigt. Ich war den ganzen Tag in Ulm unterwegs, wunderschön. Gut, vieles ist im Zweiten Weltkrieg weggebombt worden, zwei Drittel. Aber von dem, was noch übrig geblieben ist, da konnte man sich ein Bild machen. Es waren sehr schöne historische Gebäude da. Wir sind in Münster gewesen. Er hat mir gestern den Blautopf gezeigt, also da, wo die Blau entspringt, der Fluss. Wunderschön, einiges habt ihr jetzt in dem Video auch schon gesehen. Und wo ich jetzt hier bin, kann ich den Tommy auch gleich mal fragen, was hast du als nächstes vor? Du wirst sicher einige Projekte schon im Kopf haben. Darf ich dich fragen, was du in deinen nächsten Videos an Themen vielleicht verarbeiten wirst? Ja, also was schon ansteht, ist dieses Chemtrail-Video. Da müsste ich eigentlich auch noch ein bisschen mehr recherchieren, aber das werde ich auf jeden Fall machen, denn die Aktion mit dem Kreuz, der Kreuzgang. Ja. Da hat mir der Tommy etwas erzählt, also wie ich das gehört habe, dass er das machen will, war ich sehr erstaunt. Weil ich denke mal, da muss man eine ordentliche Traute für haben. Also da muss man sich schon was
ja, trauen. Und das macht nicht jeder. Und das heißt, es ist mit sehr viel Bekennermut verbunden, quasi ein Kreuz zu schultern und dann sich unter die Menschenmassen in der Innenstadt zu mischen und ein klares Signal zu setzen für das Christentum oder sich zu Jesus zu bekennen, das ist schon Knaller. Also das finde ich Wahnsinn. Ich hoffe, das wird alles sehr schön auch aufgenommen und dokumentiert. Das habe ich auch, ja. Und findet einige Nachahmer. Also das wäre schon sehr wichtig. Ja, das Thema hatte ich ja auch gerade noch. Ganz tolle Aktion von dir. Also, wo ich sagte, man kommt ja mal auf so Ideen, ja, und jetzt muss ich feststellen, dass von 1%, sofern das 1% war, oder identitäre Bewegung, die zufällig auch so eine Aktion gemacht haben. Und zwar sollte in Erfurt soll eine Moschee errichtet werden, ja. Und da gab es großen Bürgerprotest, ja, und der wurde mal wieder wie immer nicht gehört. Ja. Der Bürgermeister zieht das Ding durch, ja. Und dann hat praktisch die 1%, ich glaube das war 1%, ich weiß es nicht mehr genau, ein riesen Holzkreuz da aufgestellt, also 6-7 Meter hohes Kreuz. Was dann einen Tag später in einer Nacht- und Nebelaktion wieder von Unbekannten umgeschmissen wurde. Und das Schöne ist, dass sich die Bevölkerung mit dieser Aktion, die vorher stattgefunden hat, so solidarisiert hat, dass sie dann mehrere Kreuze nachträglich aufgestellt haben. Ja. Schön. Und ja, und das denke ich, ist Wahnsinn. Irgendwie scheint es gerade Thema zu sein. Also ich werde auch diese Kreuzaktion machen. Ne? Mhm. Und dann schauen wir mal, wie die Leute reagieren. Ja, wenn das schön, wenn man anfänglichen Schwierigkeiten, denen man begegnet, mit Nachdruck antwortet. Mhm. Und darauf dann wieder etwas folgen lässt und vielleicht noch ein bisschen massiver antwortet. Finde ich sehr schön. Einfach dranbleiben. Ja, eben dranbleiben, nicht locker lassen. Mhm. Ja, und dann erst recht machen, ja. Also wenn man auf Widerstand stößt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Ja. Oder? Denke ich auch. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe noch nasse Haare. Wir sind heute den ganzen Tag in Ulm unterwegs gewesen. Und es hat geregnet in Strömen von morgens bis abends. Eigentlich gestern auch schon. Ja. Das war so ein bisschen der Wermutstropfen. Aber ansonsten muss ich sagen, Tommy privat so kennenzulernen, das war Wunderbares. Und wir kommen gut klar miteinander, haben viele identische Einstellungen, so wie wir Dinge sehen. Und ja, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht meinen Zuhörern mitteilen möchtest? Ja, konsumiert den Eulenspiegelkanal. Na! Ja, also Till Eulenspiegelkanal. Ja, nee. Ich denke mal, du machst auch demnächst wieder einige Videos. Du hast mir erzählt, du hast viel Material. Ja. Aber Kinder, es macht viel Arbeit, ja. Also man muss wirklich aussortieren, schneiden, das zusammenstellen. Und ja. Im Kopf ist schon alles fertig. Ja klar. Aber die Umsetzung, ja, unser Eins hat ja nun auch nicht die tollen Schneideprogramme, die ein paar Abertausende kosten, ja, sondern ist auf das angewiesen, weil einem im Internet zur Verfügung gestellt wird. Und das ist viel Schnipselei und das ist alles nicht so einfach. Und deswegen dauert es ein bisschen. Es ist immer schade, wenn man zwischen zwei Videos einen längeren Zeitraum hat und dann springen schon wieder welche ab, ja, die sagen, oh, der macht ja gar nichts mehr. Ne? Dann löse ich mein Abo auf. Und das ist schade. Aber wie gesagt, ich habe noch einiges vor und ich werde da dranbleiben an den verschiedensten Dingen. Ja, also wir werden nicht aufhören mit Videos Tommy machen. Das war's jetzt erstmal vom Tommy. Ja. Tschüss. Ja, meine lieben Freunde, das war er, der Tommy. Und die erwähnte Aktion Kreuzgang, die hat er bereits hinter sich gebracht und auf seinem Kanal veröffentlicht. Ich werde hier im Anschluss daran ein paar kurze Sequenzen einblenden. Und möchte euch aber bitten, selber auf seinen Kanal zu gehen und euch die gesamte Folge anzusehen. Ich bewundere das. Ich werde den Link hierzu in der Videobeschreibung veröffentlichen.
Ich bewundere das deshalb, weil dazu ein Bekennermut notwendig ist. Und der Tommy, ja, wie soll ich sagen, manche mögen ihn bedauern, mit welchen Mitteln er da arbeitet. Ja? Also kein Studio, wie es viele andere haben, keine große Technik. Ja? Er nimmt das alles mit dem Handy auf und das ist nicht das Neueste. Und er macht so viel, aber er ja, fordert nicht zu Spenden auf. Er ist kein Großkotz, ne? Und hat keinen langen Vor- und Nachspann, wie bei vielen anderen Kanälen das der Fall ist. Und er zieht sein Ding durch mit einer Ehrlichkeit, die ich bewundere. Und ja, da bedarf es einiges an Mut. Er hatte sich ursprünglich ein richtig großes Kreuz gezimmert, was aber auch dann leider zu schwer geworden ist. Da musste ich so dran denken, was unser Herr Jesus Christus da damals mitgemacht hat. Und wir wissen ja in etwa, wie es abgelaufen ist. Naja, aber wie gesagt, hier die Sequenzen vom Kreuzgang in Ulm unter vielen, vielen Menschen mit dem Tommy. Sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Ja, das war er, Tommy in Aktion. Ja, er tut was, er macht was, er packt die Dinge an, das, was im Rahmen seiner Möglichkeiten ist. Ja, im Gegensatz zu vielen anderen, ne, die einen Kanal betreiben und immer schlaue Sprüche haben, schlaue Ratschläge zu verteilen. Ihr müsst dies, ihr müsst das und jetzt wäre doch eigentlich die Zeit gekommen, wo man dieses und jenes machen müsste. Aber sie selber machen nichts, ne? Gar nichts. Ja? Sie blenden ihre Spendennummer ein, ja, und verweisen auf ihre nächste Sendung. Okay, weiter im Text. So, liebe Leute, weiter geht's.
Fest, wie wär der Feind auch Tore. Unser alter Reichskanzler, Fürst Otto von Bismarck, hat gesagt, wer seine Heimat abstreift, wie einen alten Rock, den kann man als vaterlos Gesellen oder als Lump bezeichnen. Und ich sage, wer seinen Glauben und seine Religion abstreift, wie einen alten Rock, den kann man noch als etwas Schlimmeres bezeichnen, als Vaterlandsverräter und schäbigen Lump. Ja, liebe Freunde, ich bin hier wirklich umgeben von Wasserfällen, hier im Blautopf, das ist wirklich der Hammer. Und das Ganze hat unser Freund, der Tommy vom Hier und Jetzt Kanal, quasi direkt vor der Haustüre. Wir sind jetzt einmal eine Viertelstunde spazieren gegangen, es ist wirklich beeindruckend. Ja, da muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen von dem Gasthof Blautopf. Da befindet sich unten ein riesiger Höhlenkeller und da hat man einen Gang entdeckt, der zugemauert wurde. Und man hat herausgefunden, dass der Gang direkt drüber ins Kloster führt. Also ein geheimer Gang, wo die Mönche wahrscheinlich abends noch ein Bierchen sich genehmigt haben. In der Wirtschaft. Und dann gibt es auch die Sage von der Blau, von dieser Nixe, die man hier des Öfteren früher erblickt hatte. Und ich denke mal, die Mönche hatten da ganz schön einen Tee. Ja, wandern und einkehren. Also gegens Einkehren hätte ich jetzt auch nichts. Germanen, ich bin bereit, mich frisch zu machen. Geht doch. Hier bin ich mitten in Ulm. Das erste, was ich sehe, ist die Ulmer Brauerei. Zum Goldochsen. Also man kann hier nur mit einer gewissen Ehrfurcht vorstehen. Aber das geht natürlich nicht allen so. Man kann auch dieses hier veranstalten. Das ist hier von einer ganz normalen Verkehrsstraße aus gesehen.
die Stadtmauer Ulms. Und was wir hier oben drauf sehen, sind die ehemaligen Behausungen der Spießbürger. Im Mittelalter war man mit sogenannten Spießen ausgerüstet und die Herrschaften gingen dort oben einher, hatten dort auch gleich ihre Behausung. Daher kommt der Begriff Spießbürger. Das war die Verteidigung Nummer 1, wenn die Stadt überfallen werden sollte. Und hier oberhalb des Tores noch einmal sehr schön zu sehen, die kleinen Wohnungen der Spießbürger. Alles auf beengtem Raum und sehr begrenzt. Ja, das ist Hauke. Hauke aus Hamburg, der seinerzeit bis nach Ulm bekannt war, der seinerzeit mit den Wattwürmern gesprochen hat, die auch hier künstlerisch abgebildet wurden. Sehr schön. So, an dieser Stelle begebe ich mich mal hoch zu den Spießbürgern. Ist das niedlich? Sind das niedliche Häuschen? So, meine lieben Freunde, ich bin angekommen in Blaubeuren. Beschauliches kleines Städtchen. Nicht weit von Ulm entfernt. Gefällt mir alles sehr. Aber auch schon hier. Mann. Aber auch schon hier. Die trojanischen Pferde sind überall, ne? Bis ins kleinste Dorf versteckt. Naja, ich habe hier jemanden zu besuchen, in Blaubeuren. Und das Haus ist nicht weit entfernt. Einige von euch werden ihn schon kennen. Mal gucken, wie schön das hier ist. Toll, oder? Ja, noch ein paar Meter. Touchen! Kommt er denn auch richtig? Ja! Hat Stromausfall. Bist ja schon ausgezogen. Ja. Hallo? Luther gelehrt hat, informiert euch, lasst euch nicht beirren und nicht verscheißern. Weiter geht's im Film.
zeige euch jetzt mal das Chorgestühl. Es ist äußerst beeindruckend. Ist der Hammer. Ja, das da vorne ist mein Lieblingsgasthof. Im Mittelalter war man mit sogenannten Spießen ausgerüstet und die Herrschaften gingen dort oben einher, hatten dort auch gleich ihre Behausung. Daher kommt der Begriff Spießbürger. Das war die Verteidigung Nummer 1, wenn die Stadt überfallen werden sollte. Und hier oberhalb des Tores noch einmal sehr schön zu sehen, die kleinen Wohnungen der Spießbürger, alles auf beengtem Raum und sehr begrenzt. Ja, das ist Hauke aus Hamburg, der seinerzeit bis nach Ulm bekannt war, der seinerzeit mit den Wattwürmern gesprochen hat, die auch hier künstlerisch abgebildet wurden. Sehr schön. So, an dieser Stelle begebe ich mich mal hoch zu den Spießbürgern. Ist das niedlich? Sind das niedliche Häuschen? Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Hier sehen wir eine Kirche, die in ein ganz gewöhnliches Wohnhaus mündet. Absolut erstaunlich und sowas in der Art habe ich eigentlich noch nicht gesehen.
Tja, meine Lieben, so wie ihr seht, es war ganz schön verregnet, ne? Die Tage in Blaubeuren und auch in... Hier geht's zum Blautopf. Ja, und genau an dieser Stelle hier befinde ich mich, am Blautopf. Es gab da einen Film zur Blauen Höhle. Und wir haben gleich noch jemanden, der uns ein bisschen etwas dazu sagt. Ja, also hallo, hier stehen wir am Blautopf. Beim schönsten Wetter, wie immer. Man kann ja erkennen, wie tief blau der ist. Das ist eine heilige Quelle. Deswegen hat man hier auch das Kloster errichtet. Der Blautopf ist 22 Meter tief. Und ja, vielleicht können wir es nachher sehen. Da geht es unten in eine Höhle rein, die sich kilometerweit unter die Alp durchzieht, die immer noch erforscht wird. Ja, vielleicht schauen wir uns das mal von oben an. Ja, gerne. Die schöne Farbe. Von der Wassertemperatur kann man sagen, im Sommer 12 Grad, im Winter 9 Grad, kontinuierlich. Glasklares Quellwasser. Ja, und du sagtest eben, man kann da noch eine Höhle sehen. Ja, normalerweise, wenn der Lichteinfall kommt, kann man unten den Eingang sehen, aber heute leider nicht. Ja. Vielleicht im Sommer noch mal eine Aufnahme. Ja. Das ist wirklich so tiefblau wie in einem Alpensee, ne? Strahlend blaues Wasser. Könnte die Fascia sein. Ja, ganz imposante Gräber hier im Park von Fabrikanten, Braumeistern, Konzernchefs, all die, die es leisten konnten. Und hier hat man mir auch einen Hinweis gegeben, hier hat Kulturbereicherung schon stattgefunden. Eines dieser Gräber möchte ich mir mal anschauen. Ja, so sieht das dann aus, wenn sich gewisse Herrschaften dann hier am Abend die Zeit vertreiben, wird aus Kreuzen schon mal ein Tee. Hier an dieser kleinen Kapelle Grabtafeln, die Jahrhunderte überstanden haben. Also man kann hier nur mit einer gewissen Ehrfurcht vorstehen, aber das geht natürlich nicht allen so. Man kann auch dieses hier veranstalten.
Das ist hier von einer ganz normalen Verkehrsstraße aus gesehen. Die Stadtmauer Ulms. Und was wir hier oben drauf sehen, sind die ehemaligen Behausungen der Spießbürger. Im Mittelalter war man mit sogenannten Spießen ausgerüstet und die Herrschaften gingen dort oben einher, hatten dort auch gleich ihre Behausung. Daher kommt der Begriff Spießbürger. Das war die Verteidigung Nummer 1, wenn die Stadt überfallen werden sollte. Und hier oberhalb des Tores noch einmal sehr schön zu sehen, die kleinen Wohnungen der Spießbürger. Alles auf Betonen. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, ich bin angekommen in Blaubeuren. Beschauliches kleines Städtchen. Nicht weit von Ulm entfernt. Gefällt mir alles sehr. Aber auch schon hier. Mann. Aber auch schon hier. Tja. Die trojanischen Pferde sind überall, ne? Bis ins kleinste Dorf versteckt. Naja, ich habe hier jemanden zu besuchen, in Blaubeuren. Und das Haus ist nicht weit entfernt. Einige von euch werden ihn schon kennen. Mal gucken, wie schön das hier ist. Toll, oder? Ja, noch ein paar Meter. Tagchen! Ah, kommt er denn auch richtig? Ja! Hat Stromausfall. Bist ja schon ausgezogen. Ja. Hallo? Im Winter 9 Grad, kontinuierlich. Glasklares Quellwasser. Ja, und du sagtest eben, man kann da noch eine Höhle sehen. Ja, normalerweise, wenn der Lichteinfall kommt, kann man unten den Eingang sehen, aber heute leider nicht. Ja. Vielleicht im Sommer noch mal eine Aufnahme. Ja. Das ist wirklich so tiefblau wie in einem Alpensee, ne? Strahlend blaues Wasser. Musik.
Ja, liebe Freunde, ich bin hier wirklich umgeben von Wasserfällen. Hier im Blautopf, das ist wirklich der Hammer. Und das Ganze hat unser Freund, der Tommy vom Hier und Jetzt Kanal, quasi direkt vor der Haustüre. Wir sind jetzt einmal eine Viertelstunde spazieren gegangen. Es ist wirklich beeindruckend. Ja, da muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen von dem Gasthof Blautopf. Da befindet sich unten ein riesiger Höhlenkeller und da hat man einen Gang entdeckt, der zugemauert wurde. Und man hat herausgefunden, dass der Gang direkt drüber ins Kloster führt. Also ein geheimer Gang, wo die Mönche wahrscheinlich abends noch ein Bierchen sich genehmigt haben, drüben in der Wirtschaft. Und dann gibt es auch die Sage von der Blau, von dieser Nixe, die man hier des Öfteren früher erblickt hatte. Und ich denke mal, die Mönche hatten da ganz schön einen Tee. Ja, wandern und einkehren. Also gegens Einkehren hätte ich jetzt auch nichts. Jetzt guck dir mal an, wie schief der Turm ist. Den muss man da wegmachen. Kann man da wunderbar großes Fußballplätzchen für Fujis. Und da die Häuser mit den grünen Fensterläden, wo die Grünen wohnen und da wohnen die Roten. Ja. Das muss alles weg. Sehr schöne Idee. Ja, und davor ein Fußballplatz für Fujis. Und ein Casino. Casino. Ja. Tja, meine lieben Freunde, das Ulmer Rathaus kann ein Rathaus schöner sein? Wohl kaum. Wir können es natürlich auch verschandeln durch eine Pyramide. Das ist einfach der Knaller. Ich wollte doch gar nicht nach Ägypten, ich wollte nach Ulm. Wie kann man neben so ein Bauwerk eine Glaspyramide setzen? Um Gottes Wilfried. Um Gottes Wilfried. Was wird da drin verkauft? Heaven and Hell. Heaven and Hell. Ja, man kann neben das schönste Haus der Welt, kannst du auch immer irgendeine schäbige Scheiße setzen. Ja, wirklich, irgendwas Schäbiges. Für so eine Kacke wird er noch bezahlt. Ja, neben all dem Guten und Schönen befindet sich sehr oft in unmittelbarer Nähe das Böse. Zern, die Zerstörung. Unser Freund, der Tommy vom Hier und Jetzt Kanal, quasi direkt vor der Haustüre. Wir sind jetzt einmal eine Viertelstunde spazieren gegangen.
es ist wirklich beeindruckend. Ja, da muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen von dem Gasthof Blautopf. Da befindet sich unten ein riesiger Höhlenkeller und da hat man einen Gang entdeckt, der zugemauert wurde. Und man hat herausgefunden, dass der Gang direkt drüber ins Kloster führt. Also ein geheimer Gang, wo die Mönche wahrscheinlich abends noch ein Bierchen sich genehmigt haben, drüben in der Wirtschaft. Und dann gibt es auch die Sage von der Blau, von dieser Nixe, die man hier des Öfteren früher erblickt hatte. Und ich denke mal, die Mönche hatten da ganz schön einen Tee. Ja, wandern und einkehren. Also gegens Einkehren hätte ich jetzt auch nichts. Germanen, ich bin bereit, mich frisch zu machen. Geht doch. Hier bin ich mitten in Ulm. Das erste, was ich sehe, ist die Ulmer Brauerei. Zum Goldochsen. Ihr seht es am Handschlag. Das ist ein Freimaurergrab. Das ist der alte Friedhof hier in Ulm. Ein bisschen verwittert alles, aber der Handschlag ist noch, denke ich, gut zu erkennen. Freimaurerhandschlag. Schauen wir mal, was auf der anderen Seite zu sehen ist.